Dann haben wir den Hammer. Dann könnten wir jetzt mit, war das R? F? Was stand da jetzt? Wie kann ich durchrotieren? War das nicht R? Oh, jetzt habe ich es weggenommen. Und eigentlich wollte ich das gar nicht. Wie kriege ich den Mist jetzt wieder hoch? Platziere alle Holzstämme auf dem Boden um den Grundstein deines Zimmers zu legen. Ja, dann legen wir halt hier den Grundstein. Ach so, aha. Läuft. Ich kann nirgendwo was placen, weil hier ständig irgendwelche Pflanzen im Weg sind. Ach, you are too hungry. Ja, alles klar. Okay. Okay. Ich muss das ablegen, ansonsten kann ich nichts machen. So. F, ja. Das ist ja gerade. Habe ich jetzt verschiedene Sachen? Ja, habe ich. Ach, hier sind die Cubes. Ah, warte. Cube Floor. Klassischer Cube. Basic. Dann gibt es das noch in dünn als Wand, als Fenster, als Dach. Ah ja, so war das. Dann haben wir hier noch die Pfeiler, eine Leiter und Treppen. Alles klar. Und ich möchte natürlich einen Floor bauen, was so natürlich super gut funktioniert. Und wie kann ich jetzt... Wie kann ich jetzt... Ich muss das alles nochmal aufsammeln hier alles. Ach, Mist. Wie kann ich denn die jetzt wieder aufsammeln hier? Naja, gucken wir gleich. So. Weg damit. Okay. Aufnehmen. Ach so war das. Okay. So, erster Raum oder Boden. Du hast den Hammer weggelegt und dann kannst du nicht mehr bauen, sondern nur das Holz hinlegen. Genau, okay. Erstmal die Steuerung, ne? Erstmal die Steuerung klar kriegen. Hatte ich nicht noch irgendwelche anderen Werkzeuge? Ich mache einfach mal. Wir brauchen hier eine Schaufel. Schaufel ist wichtig. Ich würde nämlich furchtbar gerne, wenn wir hier schon den Boden platzieren, würde ich furchtbar gerne hier mal mit. Guck mal hier, das einmal wegnehmen. Ja, das ist das Schöne an Echo. Du musst den ganzen Schnulli auch irgendwo hinpacken. Du kannst es nicht einfach aufnehmen und dann ist es weg. Nein, du musst es auch irgendwo hin platzieren. So, dann haben wir jetzt hier noch eine Reihe. Dann holen wir mal noch ein bisschen Bauholz. Haben wir nicht mehr. Alles klar. Dann müssen wir noch ein bisschen Bauholz bauen. Hier. Holz. Jetzt gucken wir noch mal. Wir haben nicht mehr genug, oder? So, dann machen wir das mal. Work, work. Ja, guck. Dreimal drücken, ich bin zu hungrig zum Bauen. Wo ist meine Hungeranzeige? So, jetzt nochmal. Work.
Ah ja, guck, jetzt hat er nämlich hier komplett Labor aufgedingsbumst. Die Frage ist, wie viele Labor-Punkte haben wir? Kann das sein, dass die Labor-Punkte dann auch nur so viele da sind, wie wir gegessen haben? Hallöchen, Wolli, einen wunderschönen guten Abend. Dass das irgendwie damit zusammenhängt? Unter Umständen. Okay, man kriegt Skillpunkte pro Tag. Hä? Schwierig. So, lass mal gucken. Also, wir haben jetzt hier, sammle mehr Holz, verarbeite dieses und schließe den Bau des Raumes durch Wände und eine Decke ab. Räume können kleine Ausschnitte, eins oder zwei Plätze groß für Türen und Fenster enthalten. Okay. Was haben wir denn hier noch so? Ist das gerade eine Spinne gewesen? Ich hoffe nicht. Dann haben wir hier noch, hole eine Grundstücksurkunde aus deinem Zelt und verstaue es in deinem Rucksack. Oha, das machen wir gleich. Suche nach Nahrung. Hier brauchen wir noch Reis. Und hier finde den Meteor. Das ist ja theoretisch irrelevant eigentlich, weil ich den deaktiviert habe. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Okay. Guck mal, er ist fast fertig. Ja, es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Interessante Welt auf jeden Fall, die wir uns hier erstellt haben. Ist das eine Höhle? Das sieht aus wie eine Höhle. Ah. Interessant. Ich bin froh, dass wir hier so ein paar Bohnen und sowas haben. Okay. So, dann müsste er ja jetzt eigentlich fertig sein. Hoffe ich. Ach nee, warte, das habe ich ja in meinem Lager. Ah ja. Gut. Hallo? 9 Stück können wir tragen. Ich brauche den Hammer und jawohl, wir lernen das, gar kein Thema. Ich bin Profi. Nee, hallo? Ah, jetzt. Ja. Hallo? So, jetzt. Ja. 2 bräuchte ich noch. Ich hoffe, das reicht. Nee, reicht wahrscheinlich nicht, ja. Ah, wir haben ja hier noch ein bisschen was. Okay, da muss ich noch mal ein bisschen was bauen. Holz. So, was haben wir? Ich kann nur noch 4 machen. Work, okay. Puh. Also, es ist so krass, das Spiel. Man kann ja nachher tatsächlich richtige Maschinen bauen. Du kannst richtige Fabriken bauen. Du kannst mit Autos durch die Gegend fahren. Du kannst mit Baggern durch die Gegend fahren. Das ist, in diesem Spiel ist alles. Alles, alles möglich. Du kannst eine komplette Stadt bauen mit mehreren Leuten zusammen und ein richtiges Wirtschaftssystem aufbauen mit irgendwelchen Gesetzesgebern und. Ne? Es ist der Oberkracher. Das hier bis jetzt ist noch gar nichts. Leg's an mit einem Zelt und ein paar Holzblöcken. Was? Nein? Achso, ich muss das ja so machen. Ich dachte mir. Wäre einfacher, wenn man das einfach aufnehmen könnte. So. Was ist das hier? Achso, das kann ich direkt durchscrollen. Alles klar. So, 2 brauchen wir hier vorne noch. Ist ein bisschen. Ih, Spinne. So, wo ist denn jetzt bitte mein Nahrungsdingsbums? Ja, lass uns mal hier unten gucken. Regierung. Also man kann eine richtige Regierung erschaffen.
Keine Ahnung, was da alles geht. Hier haben wir den Chat. Okay. Dann haben wir das hier. Achso, wenn man da mit mehreren spielt, dann ist einer wahrscheinlich der Präsident oder der Bürgermeister und die anderen sind dann die Bürger oder sowas in der Art. Dann habe ich meinen Rucksack. Hier ist ein Handelsfenster, das ist natürlich auch interessant. Überweisung tätigen. Ach so, hier sammelt's. Ach so, das ist. Ah, die Bank. Sehr cool. Und hier? Nein, möchte ich nicht. Das ist wahrscheinlich Wikipedia sozusagen. Das Wiki für das Spiel. So, wo ist denn jetzt bitte meine Ernährung? Das würde ich voll gerne wissen wollen. Aber gut, wir sind ja immer noch im Tutorial. Irgendwo müsste das sein. Na gut. Wir werden jetzt noch einen Baum fällen. Einen, der nicht so groß ist. Ich hoffe, wir finden hier noch was Kleines. So. Da, ein kleiner Baum. Ich weiß nämlich nicht, wie lange man an so einem großen Redwood-Baum rumklopft. 10 Jahre. Und die Energie muss man erstmal haben. Aber dann hat man wahrscheinlich auch ausgesorgt erstmal. Ja, am besten da runterfallen, ins Wasser. Timber! So. Halt. I'm too hungry. Ja, super. Ja, das ist schön. Aber ich glaube, es gibt mittlerweile einen Mülldingsbums. Gab es zumindest, glaube ich, dass man auch Müll wegschmeißen kann. Nee, es funkt. Ach nee, das geht ja hier gar nicht. Nee, das ist ja genau das Problem. Alles, was du nicht brauchst, musst du trotzdem irgendwo lagern. Du musst es irgendwo lagern. Du kannst es nicht einfach wegwerfen. Oder irgendwie. Vielleicht geht es doch. Ja, mal gucken. So, dann können wir hier schon mal ein bisschen was produzieren. Und parallel hole ich dann das andere Zeug. So. So. Work. Okay. Also auf diversen Screenshots im Netz ist die Hungeranzeige unten links. Ist nichts bei dir. Ich vermute mal tatsächlich, dass die erst kommt, wenn wir mit dem Tutorial soweit sind. Dass uns das Tutorial jetzt irgendwie in die Richtung führt und dann so nach und nach die Sachen freigeschaltet werden. Kann ich mir vorstellen. Mal gucken. So. Gott sei Dank habe ich da eine Anzeige, wo ich hinlaufen muss. Okay. Genau so, Fuji. Das denke ich auch. Erst Tutorial und dann wird das freigeschaltet. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich Echo mal komplett angefangen habe. Was ist das da? Nichts Gefährliches, hoffe ich. Aber ich glaube, das war da auch so, als ich das mal getestet habe. Warum bist du groß? Ja, ich versuche ja irgendwas zu machen. Jetzt. Jetzt fehlt ein einziger, den kriege ich jetzt nicht mit. Schade. So. Okay. Dann haben wir da ein bisschen Bauholz. Das muss ich hier wieder beiseite packen. Gut. Aber ich finde es halt auch ganz cool, ne, dass man jetzt mit F irgendwie durchrotieren kann. Und dann kannst du die verschiedenen Sachen bauen. Das ist ganz.
Ganz smart eigentlich. Was? So, okay. Bestellen. Einsammeln. Work. You are too hungry to work. Ja, okay. Das ist doch was. Was? Achso, ich habe die jetzt eingesammelt. Alles klar. Jetzt. Einsammeln. Work. Okay. Let's go. Okay. Auf der 8 ist der Hammer. Wir haben immer noch das ausgewählt. Das bleibt dann auch so. Das ist ganz gut, bis man irgendwann was anderes auswählt. Hier hätte ich gerne das. Und irgendwann haben wir denn so einen Bollerwagen und dann können wir mit so einem Bollerwagen durch die Gegend fahren. Kannst du aber nicht mit einfach mit hochlaufen mit dem Bollerwagen. Dann musst du hier Ebenen schaffen, damit du mit dem Wagen überhaupt da hochkommst. Ja. Wie groß soll denn das Häuschen jetzt werden? Und wie komme ich da überhaupt rein? So. Komm, wir machen jetzt erstmal eine kleine. Ich finde das voll widerlich mit den Spinnen hier gerade. Moin, darf ich kurz fragen, ob das zufällig auf einem Nitrado-Server spielt? Nee, tue ich gerade nicht. Ich werde oder ich zocke gerade im Singleplayer tatsächlich, um das Update einmal anzutesten. Aber kein Thema, gerne darfst du fragen. Lieber Mauzi. Liebe wahrscheinlich. So, ich würde sagen, wir bauen einfach mal ein paar Wände. F. F. Wo machen wir den Eingang? Hier, ne? Auf der Seite. Machen wir so. Ah, das ist immer noch so komisch. Da ist immer hier so ein leichter Rand immer noch. Versuch seit 3 Stunden den Server zum Laufen zu bringen und er will einfach nicht. Oh, okay. Ich habe auch noch nie mit Nitrado tatsächlich gearbeitet, wenn dann mit G-Portal. Kenne ich mich gar nicht aus. Halt. Aber ohne Mist, das macht auf jeden Fall Sinn, auf einem Server zu zocken, weil das hier kannst du nicht alleine spielen. Das ist viel zu heftig. Da links ist doch ein Essenssymbol. Eventuell musst du das alles erledigen, damit deine Essensanzeige kommt. Ja, das hier, ne? Den Reis. Aber wo kriegen wir jetzt Reis her? Warte mal, Bohnen, Fahnenspitzen. Er zeigt uns das ja an, ne? Wenn wir ein Tutorial haben, zeigt er uns ja an, in welche Richtung wir ungefähr müssen. Reis. Reis, Reis, Reis. Los. Dann lass uns das mal versuchen. So, da vorne. Sie läuft ganz schön langsam, wie ich finde. Und es wird Nacht. Und ich habe Angst vor bösen Tieren. So, hier. Juhu! Okay. So, und jetzt? Verfolge deine Kalorien und Nährstoffe hier. Alles klar, jetzt ist es da. Genau, das kenne ich doch. Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Und wir brauchen natürlich alles, ne? Kohlenhydrate und Proteine und so. Und du kriegst Skillpunkte, wenn das alles schön ausgefüllt ist. Das erinnere ich mich auch noch. Jedes Stück steht für einen Nährstoff. Kohlenhydrate, Proteine, Fett und Vitamine. Das Tortendiagramm schrumpft, wenn deine Kalorien sinken. Wenn du keine Kalorien mehr hast, kannst du nicht arbeiten, bis du etwas isst.
Fahre mit der Maus über Essen in deiner Inventarleiste, um Informationen über die Nährstoffe zu sehen. Ist kohlenhydrathaltige Nahrung. Warte mal, das müsste eigentlich hier. Da sind ein paar Carbs drin. Proteine aber eher Proteine. Die Bohnen sind eher Proteine. Das passt auch soweit. Hier haben wir die Vitamine. Was haben wir denn noch so? Und Reis müssten eigentlich Carbs sein. Jawohl. Okay, dann machen wir mal, dann essen wir mal eine Runde Carbs. Fett, wo kriegen wir denn Fett her? Ähnlich wie bei Atlas mit den Vitaminen. Du bist so klug. KLUK. Fleisch. Das hat dir der Teufel gesagt. Aber ich möchte doch noch gar nicht töten. Aber irgendwelche Nahrungsmittel haben auch Fett geliefert. Aber wahrscheinlich haben wir die Möglichkeit hier noch gar nicht. Aber wenn wir irgendwo einen Hasen oder sowas finden? Fleisch. Ist fetthaltiger. Vielleicht haben wir. Nee, warte mal. In den Bohnen könnte aber auch. Ja, in den Bohnen ist auch ein bisschen Fett und da machen wir noch ein bisschen Blaubeeren. Fertig. Saugut. So, okay, dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir unser Häuschen weiterbauen und hier müssen wir Grundstücke markieren. Das müssen wir auch noch machen. Nicht reif genug. Okay. Achso, die Dinger müssen natürlich noch hier rein. Was ist das denn? Wieso habe ich denn jetzt die Beeren da reingelegt? Das ist ja auch süß. Okay. So, dann bauen wir mal schnell noch ein paar weitere hier vorne von dem, was wir noch haben. Boah, das artet richtig in Arbeit aus, Leute. So, herstellen. Work. Perfekt. So. Mussten wir ja hier irgendwie eine Tür reinbauen. Hier so vielleicht. Aber jetzt muss ich erstmal eine Runde Holz hacken. Wir können es ja nochmal versuchen, ob wir so einen großen Baum hier umgehauen kriegen. Aber ich bezweifle, dass das geht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass wir die Dinger fällen können. Und die Axt ist auch fast schon kaputt. Ich nehme den kleinen hier vorne. Ist besser. Dann kommt bestimmt gleich ein Wolf um die Ecke und macht mich kaputt. Wahrscheinlich mit der Steinaxt. Ja, das kann auch sein, ne? Dass das irgendwie nachher verschiedene Tierdinger sind. Tier 1, Tier 2 und so. Da erinnere ich mich gerade nicht mehr so. Aber doch, ich glaube, so war das. Irgendwann dann mit einer Kettensäge oder so. Und dann irgendwann mit einer Maschine. Ja. So, das da einmal rein, dann hier wieder anmachen. Zack. Oh, ich bin ständig hungrig. Mal ehrlich jetzt. Was habe ich jetzt zu wenig? Ich werde mal noch ein bisschen Reis essen. Oder mit einem Harvester. Hier. Das gelbe Kuchenstück ist ziemlich klein. Das war Fett. Fett ist schwierig. Dann müssen wir mehr Bohnen essen.
So, ich mache mich einmal satt. Jetzt bin ich einmal satt. Okay. Müssen wir aber auch gleich nochmal sammeln gehen. Bohnen. Also Bohnen sind auf jeden Fall super gut. Und dann die Blaubeeren dazu. Ich würde hier echt gerne mal mit so einem Rasenmäher durch. Okay. So. Rein damit. Ist mir alles viel zu eng hier. Wir müssen mal hier ein bisschen Platz machen, kurz. Kann ich das nicht? Das kann ich auch ins Wasser reinmachen, ne? Ja, sehr gut. Machen wir mal ins Wasser. Da? Ja. So. Hier ist der. Ach nee, hätten wir auch hier neben machen können. Ja, das war jetzt ein bisschen doof. Dann nehme ich das mal weg. So. Den da noch weg. Okay, einer noch. So, das passt. Ordnung muss sein. Okay, dann machen wir das einmal neu. Ein komplettes Haus brauchen wir. Komm, das nehmen wir auch noch mit fix. Ach ja. Let's go, let's go. Einsammeln. Und hier Work. Ich habe ja alles gegessen, was ich hatte. So, okay, passt. So, hier würde ich jetzt gerne ein Fenster haben wollen. Also einmal in die Richtung. Mit F. Ach, guck mal, habe ich irgendwas dazugelernt? Gab es vorhin auch schon so viel? Ja, ich glaube schon. So, dann machen wir da ein Fenster hin. Wie drehe ich? Drehen? Hä, wie war das? Das ist ja jetzt ungünstig. Na, 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 na. Interagieren, Werkzeug, rotieren, rechts rotieren, R. Na, nein. Das ist ja spannend. Wie drehe ich denn bitte das Fenster? Rechts rotieren, links rotieren, Q und R. Das ist mir schon wieder ein Rätsel hier. Das macht gar keinen Sinn. Jetzt mach das doch mal hier. Ach, ich glaube. Ich glaube, ich muss erst mal.
und dann dreht er automatisch, alles klar. Okay. Naja. Wieso baut er nicht weiter? Habe ich ein Ding aufgesammelt. Ja, großartig. Das ist doch, hä? Ah ja, dann gib mir mal das. So, hier machen wir. Macht das einen Sinn, hier noch ein Fenster hinzumachen? So, okay.